Liebe Schwestern und Brüder, wir müssen es uns wahrscheinlich immer wieder in Erinnerung rufen, wenn wir Jesus hören und sehen hier im Markus-Evangelium, auch in den anderen Evangelien. Gestern bei der Tempelreinigung, der Verfluchung des Feigenbaums, bei der Unterweisung der Menschen. Ein Mann ohne Amt in seiner eigenen Religion, ohne näher zu beschreibende Aufgabe. Ein Nobody für die religiösen Autoritäten. Ein Mann ohne Ausbildung, ohne rabbinische Gelehrsamkeit. Der tut das alles. Im Kontext der Religion sind die Fragen der hohen Priester und der Ältesten durchaus berechtigt. Auch die Abwägung, die sie dann treffen. Was sollen wir denn jetzt sagen? Das hat er uns irgendwie in eine Ausweglosigkeit hineinmanövriert. So wie wir das heute machen. Wie sind wir zwischen den Religionen gesprächsfähig? Aber darauf hebt Jesus nicht ab. Jesus will den Glauben. Erst gestern haben wir es gehört. Unmittelbar an die Jünger gerichtet. Ihr müsst Glauben an Gott haben. Was heißt das? Was heißt das auch heute? Dieser Glaube an Gott beantwortet die Frage nach der Vollmacht Jesu. Denn Jesus ist nicht gekommen, um zu taktieren, um religiös zu agieren, sondern er kommt, uns Gott zu zeigen, wie er ist und wer Gott wirklich ist. Jesus ist nur zu verstehen als der Sohn, der von Gott ausgeht und zum Vater heimkehrt, der wie kein anderer Gott kennt, weil er selber aus Gott stammt und Gott ist. Das ist das alles Entscheidende. Damals in der Auseinandersetzung mit den Ältesten und hohen Priestern im Tempel, genauso wie heute. An dieser Frage, Jesus als der Sohn, Jesus als der uns sagt, zum Vater kommt man nur durch mich. Das heißt, Gott kann man, seitdem es Jesus gibt, gar nicht mehr anders kennenlernen. An dieser Frage entscheidet sich alles. An dieser Frage entscheidet sich unser Glaube, auch unser Gespräch mit dem, was wir andere Religionen nennen. Wir sind da zuweilen sehr leisetreterisch und übernehmen die Taktik der Schriftgelehrten, der Ältesten und der hohen Priester. Aber es geht hier nicht um religiöse Taktik, sondern ihr müsst Glauben an Gott haben. Das heißt, die Vollmacht des Sohnes, die Vollmacht Christi anerkennen, weil nur er uns Gott zeigt, wie er wirklich ist.